Möchte Sie herzlich begrüßen zu unserer wissenschaftlichen Tagung 2012 der Freien Akademie. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und Interesse haben an unserem Thema, unserer diesjährigen Tagung, Beginn und Ende individuellen menschlichen Lebens. Wir haben lange diskutiert, ob und wie wir diese Tagung anlegen, denn es sind natürlich Gewissheiten, dass unser Leben beginnt und endet. Trotzdem spielen da wichtige Fragen, grundlegende Fragen eine Rolle. Viele Ungewissheiten zugleich. Herr Professor Meyer, der an der Fachhochschule in Jena im Fachbereich Medizintechnik und Biotechnologie lehrt, befasst sich mit DNA-Diagnostik und dem Umgang mit genetisch bedingten Erkrankungen. Er leitet an seiner Hochschule unter anderem das Studienmodul Bioethik und lehrt dort Fachwissen, gesetzliche Regelungen und ethische Betrachtungsweisen zu Pränataldiagnostik, Präimplantationsdiagnostik, personenbezogene Erfahrung genetischer Risikofaktoren, Gentherapie, Stammzellforschung und therapeutisches Klonen. Ich hoffe, ich habe viele der Hauptstichworte Ihres Gebietes genannt. Nun, die Geburt eines Kindes galt bisher in der Menschheitsgeschichte immer als ein göttliches Geschenk, als Gnade, als Naturereignis, als Segen, manchmal sicher auch als Schicksal und vielleicht auch manchmal als Fluch. Wirksame Versuche der Empfängnisverhütung und der Unterbrechung ungewollter Schwangerschaften sind seit Jahrtausenden bekannt. Das ist also ein Thema, das die Menschheitsgeschichte schon immer begleitet hat. Anders sieht es aus bei ungewollter Kinderlosigkeit. Das war ein Schicksal, das bis vor kurzem eigentlich, da gab es keine Lösung. Die betroffenen Frauen oder Paare waren diesem Schicksal hilflos ausgeliefert. Unzählige Frauen haben darunter gelitten. Am 25. Juli 1978 wurde mit Louise Joy Brown das erste damals als Retortenbaby bezeichnete Kind nach In-vitro-Fertilisation geboren. Ein Erfolg der Arbeit des britischen Wissenschaftlers Robert Edwards und des Gynäkologen Steptoe. Weltweit leben geschätzt etwa 4 bis 5 Millionen Kinder, die künstlich gezeugt worden sind. Man schätzt, dass etwa 2/3 der Down-Kinder inzwischen nicht mehr geboren werden, also der Down-Embryonen nicht mehr geboren werden. Etwa 1/3 ist der Anteil von Down-Kindern im Vergleich zu früheren Situationen. Es gibt auch Vergleichszahlen in anderen europäischen Ländern. Inzwischen wird die PID auch dort angewandt, wo es um Krankheitsbilder geht, die über längere Zeit das Leben des Kindes eigentlich gar nicht beeinträchtigen würden. Es wird also heute auch selektiert nach spät manifestierenden genetischen Erkrankungen, vorher Huntington. Das Manifestationsalter ist jenseits des 30. 40. Lebensjahres. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, 10.12.48, in Kraft getreten. Und da heißt es in Artikel 3, jeder Mann hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Da sind zwei Rechtsbegriffe drin, die die Sache schon sperrig und schwierig machen für den Juristen. Das erste ist, jeder Mann, wer soll denn das bitte sein? Wann ist denn jemand jedermann? Und die zweite Geschichte ist Sicherheit der Person. Was ist denn bitte eine Person? Diese beiden Fragen müssen definiert werden. Ich kann Ihnen jetzt nicht schildern, welches Leid das für die Angehörigen ohnehin bedeutet hat. Eine junge Frau durch einen Motorradunfall so aus dem Leben gerissen. Glücklicherweise keine Kinder, aber immerhin auch ein Mann, der dabei war. Und alle hatten das Gefühl, es wird Zeit, sie dann gehen zu lassen. Und es ging nicht. Es gibt auch Fälle der indirekten Sterbehilfe. Das ist zum Beispiel, wenn
man mit Patienten zu tun hat, die an Schmerzzuständen leiden und man durch beispielsweise Morphingabe einen Zustand hervorhebt, der schmerzbefreiender ist oder vielleicht sogar schmerzfrei ist, allerdings auch riskiert, dass es dann zu einer entsprechenden Überdosis kommt, die dann eben auch den Exitus bewirkt. Hier hat man sich in der Rechtsprechung geholfen, dass man mittlerweile davon ausgeht, dass primäres Behandlungsziel des Arztes nicht die billigende Inkaufnahme des Todes seines Patienten ist, sondern die Reduktion von Leiden. Wir sind in einer Welt, wo man versucht, alle möglichen Krankheitseinflüsse schon vor einer Schwangerschaft auszuschließen. Jeder weiß, Röteln, geimpft sollte man sein, man soll Röteln, kranke Kinder meiden, falls man keinen Schutz hat, das ist allgemein bekannt. Aber inzwischen gibt es noch viel, viel mehr Infektionskrankheiten, Kinderkrankenschwestern zum Beispiel. Großes Thema ist Zytomegalie. Wir haben alle schon mal davon gehört oder auch nicht davon gehört, Zytomegalie spielt für erwachsene Menschen überhaupt keine Rolle. Es wirkt sich aus wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Man spürt kaum etwas, man hat ein leichtes Krankheitsgefühl und doch kann es für ein ungeborenes Kind natürlich ganz wesentliche embryonale Störungen hervorrufen. Die Frau ihr Kind tot zur Welt bringen muss. Das sind sehr bedrückende Situationen für die Eltern vor allem, aber auch für alle, die drumherum agieren. Ich habe solche Geburten glücklicherweise nicht sehr oft, aber dann in sehr bedrückender Weise als Geburtshelferin in der Klinik erlebt. So eine Stille in einem Kreissaal hält man fast nicht aus. Aber auch die Situation in der Praxis, die Helferin kommt und sagt, ich finde keine Herztöne, wie stelle ich das CTG ein, können Sie nicht mal gucken. Ich schaue dann mit Ultraschall, suche das Herz, finde es auch, aber es schlägt nicht mehr. Und ich denke, diesen Zauber des Anfangs, den sollten wir nicht außer Acht lassen. Und dazu gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte aus Afrika, aus einem Stamm in Afrika, wo die Frau, wenn sie sich mit ihrem Partner ein Kind wünscht, sich zurückzieht in die Natur alleine, sich unter einen Baum setzt, in sich geht und sozusagen schon das Lied des Kindes empfangen möchte. Und wenn sie dieses Lied des Kindes in sich hört, beginnt sie es zu singen. Und dann geht sie zurück in ihr Dorf und singt dieses Lied für alle, die da sind. Und alle lernen dieses Lied. Das heißt, das Kind ist noch gar nicht da, aber das Lied des Kindes, das gibt's schon. Und wenn dann das Kind geboren wird, also sie singt es auch dann während der Schwangerschaft gemeinsam mit ihrem Mann. Und während der Geburt wird das Kind mit den anderen Frauen, die ja bei der Geburt dabei sind, mit dem eigenen Lied empfangen. Und dieses Lied wird dann auch während aller wichtigen Lebensstationen des Kindes wieder gesungen. Oder später auch bei der Hochzeit. Bei allen wichtigen Initiationen ist es dieses Lied und auch beim Sterben. Die Nazis verfolgten das Ziel, die deutsche Bevölkerung von genetischen, sozialen und ökonomischen sogenannten Ballastexistenzen zu befreien und entsprechend besonders positiv gesehene Menschen bevölkerungspolitisch zu bevorzugen. Dies geschah besonders mittels einer Erbgesundheitspolitik, genannt Eugenik, der Familiensozialpolitik und der Tötung von Anstaltspfleglingen, damals Euthanasie genannt. Ihr behindertes Kind Georg wurde am 13. September 1940 in der Tötungsanstalt Grafeneck bei Münzingen auf der Schwäbischen Alb ermordet. Unter dem unmittelbaren Eindruck dieses Mordes schreibt Frau Dosch an den Direktor der Anstalt Mosbach, in der ihr Kind Pflegling war, Nebenbemerkung, außerhalb des privaten Bereichs wären die folgenden Aussagen für Frau Dosch wohl tödlich gewesen. Bin gerade von einer Beisetzung gekommen. Der Mann war in der Anstalt Lohr.
wurde aufgeholt. Und nun kam, dass er tot und verbrannt. Und so kam die Asche auf Wunsch der Angehörigen. In Bestenheit sind es zwei. In Wertheim zwei. In Kreuzwertheim einer. Das lässt sich so schwer in Worte kleiden, wenn man so vor einer Urne steht und denkt, da ist der Überrest meines Kindes darin. Was man da empfindet. Mit Fleisch, mit Blut habe ich mein Kind fortgetan. Als Asche bekomme ich es wieder. Das ist hart für Eltern. Jetzt nochmal zu den Ergebnissen des Bürgerdialogs. Also das, was praktisch im Bürgerreport steht. Ich will mal die anderen Themen weglassen. Also als Fazit kann man so sagen, ethische, ökonomische, rechtliche Aspekte stehen im Bewusstsein der Bürger an zentraler Stelle. Also nicht so die Einzeltechnologie, sondern eher diese übergreifenden Fragen. Und beim Thema Intensiv- und Palliativmedizin möchte ich Ihnen gern mal wenigstens das Top-Thema mal vorlesen, so wie es dort von den Bürgerinnen und Bürgern an dem Tag formuliert wurde. Und zwar ist es das Thema Menschenwürde, medizinischer Fortschritt und Beziehung zwischen medizinischem Personal und Patient. Dazu hat der Bürgergipfel dort eine Vision entwickelt und die Vision heißt folgendermaßen: Die Arbeitsbedingungen in der Intensiv- und Palliativmedizin sind so verbessert, dass das Zusammenwirken zwischen medizinisch-pflegerischem Personal und dem Patienten und seinen Angehörigen vertrauensvoll und auf Augenhöhe stattfindet. Gerade das Pflegepersonal fühlt sich wertgeschätzt und hat dank der Entbürokratisierung mehr Zeit, um Betreuung und Begleitung so nah wie möglich am Menschen zu erbringen. So, das ist so die Vision, die man erstmal aufgestellt hat. Ja, und dann ist man in die Handlungsempfehlung gegangen. Und die erste Handlungsempfehlung lautet: Arbeitsbedingungen in der Intensiv- und Palliativmedizin verbessern, bewährtes erhalten, Neues gestalten. Und da heißt es dann: Professionelles und ehrenamtliches Personal ist und bleibt einer der wichtigsten Ressourcen im Bereich Intensiv-Palliativmedizin. Jawohl. Ich hoffe, man kann es erkennen, dieses Bild ist eines der Fenster im Naumburger Dom, das die Tugenden darstellt. Also die Tugenden werden dort auf mehreren Fenstern dargestellt. Wir sehen hier Patientia, die Geduld, die Ira, den Zorn tötet. Dieses Bild habe ich deswegen gewählt, weil uns geht ja der Begriff Patient immer relativ schnell über die Lippen. Das dahinter steckt der Geduldige. Wollen wir, oder wenn man es wörtlich übersetzen würde, man mit solchen Begriffen wie Geduld, Ausdauer, Ertragen operieren müsste, das macht uns modernen Menschen doch eher etwas unruhig. Insofern müsste man gelegentlich auch darüber nachdenken, ob das noch die richtige Bezeichnung für sozusagen die Opfer der Medizin und der Pflege und all der anderen Disziplinen sind. Der Kontrast ist hart. Darüber, ob man einen Verstorbenen fotografieren sollte, möchte ich heute nicht diskutieren, auch wenn es sich selbstverständlich auch hier um eine Frage handelt, die mindestens eine ethische Dimension hat und mancher oder manche meint oder wird das auch einfach nur für pietätlos halten. Dieses Bild habe ich deswegen gewählt, weil es mich erinnert an einen Ausspruch eines mir sehr gut bekannten Bestatters,
der irgendwann formuliert hat, heutzutage ist ein 40-Jähriger nicht die Erfahrung im Hinblick auf Sterben und Tod, wie noch vor 60 Jahren ein 14-Jähriger. Auch das sagt etwas aus über uns, über unsere Gesellschaft und unseren Umgang mit Sterben und Tod. Bei einer Überlegung nach Anfang und Ende des individuellen menschlichen Lebens stellt sich gleichzeitig die Frage, ob es nach dem physischen Tod noch ein Weiterleben gibt, sowie die Frage nach dem Ich. Einige Philosophen bestreiten gar dessen Existenz. Schließlich ist das Geheimnis um ein Weiterleben nach dem Tode leichter zu lüften, als das Ich zu erklären. Nicht auf den physischen Tod beschränkt, ist ein Leben nach dem Tode durchaus denkbar. Das mag zunächst seltsam klingen, lässt sich aber phänomenologisch erklären. Unsterblichkeit dagegen muss in der offenen Fraglichkeit bleiben. Der Gedanke an ein Leben nach dem Tode hat seinen Ursprung im Mythos und wird in unterschiedlicher Weise metaphorisch ausgedrückt. Ludwig Feuerbach zitiert die Quelle aller Religionen. Mythen sind nach dem österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein komprimiert gespeicherte Lebenserfahrungen und haben einen realen und einen emotionalen Hintergrund. Und neben diesen immensen, die inzwischen also mit der Computertechnik ins Unermessliche gestiegenen Möglichkeiten, da sind viele segensreiche Auswirkungen, aber es sind auch viele Gefahren verbunden, nämlich, dass ein Mensch, der früher auf natürliche Weise gestorben wäre, heute künstlich noch jahrelang am Leben gehalten werden kann. Für uns muss oberste Leitlinie immer sein das Selbstbestimmungsrecht des Individuums. Das spielt auch eine entscheidende Rolle, denn es gibt auch gute Gründe, warum die letzte dieser Formen, die Sie hier ja sicher schon gelesen haben, die Tötung auf Verlangen in Deutschland strafbar ist. Das ist durchaus begründet und wird auch von der DGHS im Prinzip genauso gesehen, weil eben hier das Selbstbestimmungsrecht nicht mehr im Vordergrund steht. Aber in der Sterbebegleitung wird dies eigentlich stillschweigend vorausgesetzt. Sterbebegleitung ist allerdings ein Thema, das völlig unstrittig ist. Es gibt viele DGHS-Mitglieder, die auch ehrenamtlich in verschiedensten Hospizen mitarbeiten. Allerdings muss man leider auch feststellen, von den etwa 1100 Hospizen, die es in Deutschland gibt, sind 800 in kirchlicher Hand, katholisch oder evangelisch oder ökumenisch. Und die Kirchen meinten ursprünglich wohl, wenn man diese Sterbebegleitung fördere, die Hospizidee, dann erledige sich jede andere Form der Sterbehilfe von selbst. Und das allerdings war ein grundlegender Irrtum. Zum Teil hat man das auch dort gesehen, vor allem bei den Praktikern, denn es geht auf jeden Fall auch um die Patientenverfügung und die hängt zusammen mit dem zweiten, nämlich der passiven Sterbehilfe.